zum Beispiel am Aabach im Zürcher Oberland. Auf wenigen Kilometern zwischen Pfäffiker und Greifensee standen mehr als 2 Dutzend Textilunternehmen. Eines davon in der Schönau in Wetzikon. Das waren eigentliche Großbetriebe. Ab 1823 wurde hier Baumwolle zu Garn verarbeitet. Spinnereimaschinen hatten die Heimarbeit abgelöst. Für Historiker Adrian Knöpfle lässt sich die Entstehung der Textilindustrie in der Schweiz teilweise mit der heutigen Entwicklung in Asien vergleichen. Die Schweiz war hier in der Situation, in der heute andere Länder sind. Man hat die Maschinen kopiert, man hat auf Industriespionage betrieben. Oder man hat irgendeine Maschine mal gekauft und hat dann die daheim abgebaut und verbessert. Die Schweizer Textilindustriellen haben sich so ein Know-how erarbeitet, das sie in eine führende Position brachte. Webereien und Spinnereien hatten weltweit einen exzellenten Ruf. So wurde aus dem Aabach im Volksmund der Millionenbach. Er lieferte die Energie und die Textilindustrie generierte Wohlstand. Die Fabriken waren mehr als ein Jahrhundert lang die wichtigsten Arbeitsstätten, bevor eine nach der anderen aufgeben musste. Als letzte die Spinnerei Streif in Seegräben-Ahrtal. Bis vor 9 Jahren produzierte sie hier Garn. Kurz zuvor hatte das Unternehmen noch sein 100-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert und in den 1990er Jahren Millionen in neue Maschinen investiert. Man war überzeugt, jede Krise mit unternehmerischem Geschick überstehen zu können. Seit bald 10 Jahren erinnern aber am ehemaligen Millionenbach nur noch die imposanten Gebäudehüllen an große Zeiten. Die Umnutzung zu Büros, Lofts, Museen oder Ateliers ist bald abgeschlossen. Das ist typisch für die Textilbranche. Veränderungen passieren immer sehr schnell. Wenn dann irgendwelche Parameter sich um ein paar Franken verschieben oder der starke Schweizer Franken wie der letzte Jahr, dann führt es relativ schnell dazu, dass die Rechnung nicht mehr aufgeht. Die Abwanderung der Textilindustrie passierte nicht erst in den 1970er Jahren. Im Ausland waren Energie und Arbeitskräfte schon lange billiger. Viele Betriebe verlagerten deshalb Teile ihrer Produktion schon früher nach Süddeutschland, Vorarlberg oder Italien. Auch weg von Aabach, der längst kein Millionenbach mehr ist. Wie aus diesen Fabriken in Oberoster ist die Textilproduktion fast überall aus der Schweiz ausgezogen.